Hallo und willkommen zurück zu Against the Storm. Dann bauen wir den dahin. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Müsst ihr dann dahin, ne? So, ja. Da. Ja, ich weiß. Kann ich die hier nicht rausmachen? Weinkeller. Ich den nicht schon gebaut. Ne, fehlen mir die Dings. Die Ziegelsteine fehlen mir, ne? Dich setze ich mal dahin, damit du da mal leer machen kannst. Bäm. Hallo Lichtung, hallo Friedhof. Lass mich eben mal gucken, was habe ich hier? Manche Geheimnisse sollten. Du erhältst alle 60 Sekunden Feindseligkeit. 40%, 40. Oh, das tut doch wieder weh, das tut doch wieder weh. Na komm, führt ja keinen Weg dran vorbei, ne? Aber guck mal, ich kann den kann ich da drüben hinsetzen. So, wenn sie das dann mal hier frei machen, komme ich nämlich da auch weiter. Da habe ich nichts. Alle 40 Sekunden, okay. Ich müsste hier eigentlich den Speicher jetzt reinbauen, ne? Für mich die Ziegelsteine. Ich habe keine Ziegelsteine. Keine Ziegelsteine. Du kannst da sammeln. Sehr schön. Das ist doch schon mal sehr gut. Kann ich eigentlich hier rausgehen? Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahin müsste ich dann. Die letzten beiden Aufgaben. 200 Holz und 20 Proviantpakete. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr schön. Hochkonzentriertes Sommerwasser. Gell? Sommer Stromwasser und Sommerwasser. Okay, guck mal, da würde ich Ziegel kriegen. Oder Handwerkspakete und Luxusgüterpakete. Oh, 60 Bayersteine ohne Schenke würde ich kriegen. Jeweils 28 Baumaterialien. Die kann ich natürlich jetzt nicht bauen, ne? Nehmen wir den Tempel. Den Anbeter kann ich auch bauen. Den könnten wir. Clanhalle habe ich, ne? Wo kann ich den hinbauen? Eigentlich da, ne? Baue ich den Anbeter dahin? Guck mal, die Schmiede hätte ich auch. Die passt da nicht rein. Warum passt sie denn? Kriege ich die da rein? Das Ende, ja. Das heißt, ich würde die Schmiede da reinkriegen, sofern ich dann alles hätte. Ich brauche Menschenhäuser, ich brauche Ziegel, ich brauche alles. Weinkeller ist da, ne? Den habe ich. So, du bist Außenposten. Dann kann ich die eine Aufgabe nicht machen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Was ist, wenn ich stattdessen hier ein paar Geysire baue und ein bisschen Wasser sammle?
Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt sammeln oder müssen meine Fabriken das benutzen? Aber das werden wir ja im Laufe der Zeit, müssen wir das ja, werden wir das ja herausfinden, ne? Werden wir das ja mal herausfinden hier. So, was wollte ich? Echsenhäuser, ne? Werden da gebaut, ne? Menschen, Menschen. Da kommt noch ein Echsenhaus hin. Du bist da am Sammeln und dann kannst du da sammeln. Mir hauen die Leute ab. Händler Zock ist da. Ja, das ist sehr schön. Beber. Hast du Essen? Ja, hast du. Ich nehme, da guck mal da. Davon kannst du auch noch ein paar. Brauchst du hinein, ne? Dann nehme ich. Davon 25. Davon 25. Davon 25. Und der Rest ist alles so teuer, ne? Dann hauen wir uns noch das da rein, so. Durchwurzelte Erde. Alle Farmen können während des nächsten Regen Pilze auf Äckern anbauen. Sehr schön. Tja, nehmen wir das doch. Dann nehmen wir das doch. Ich krieg Ziegel. Ich krieg Ziegel. Oder auch nicht. Ziegel hattest du keine, ne? Ne. Getreide. Ist auch schön, ne? Diese. Was brauche ich? Sommer- und Sturmwasser, ne? Da ist Sturmwasser. Du bist fertig. So. Dann kann ich nämlich da schon mal. Einen Speicher reinbauen. Dann ist der schon mal weg. So, du gehst da. Nee, du musst dahin, damit du mal hier alles wegmachen kannst. Dann kriege ich hier noch L Lehm. Ich brauche kein Lehm, ich brauche Ziegelsteine. Ziegelsteine. Immer dieses Ziegelproblem hier. Kann ich hier einen zweiten Steinmetz reinbauen? Kann ich, ne? Bauen wir da einen zweiten rein? So. Dann bauen wir hier auch noch ein Speicher rein. So. Echsenhaus.
Das mache ich platt. Ja. Dann kann ich nämlich hier auch noch Echsenhäuser hinbauen. Ich brauche nur noch ein Echsenhaus. So. Was habe ich hier? Anbeter. So. Biberhäuser bräuchte ich auch noch jede Menge, ne? Biberhäuser habe ich gar keine. So. Dann kann ich die nämlich da reinpacken. So. Du machst das, du machst das, du machst das. Die Schmiede. Das kannst du zumachen. Eine Clan-Halle haben wir auch. Sehr schön. Aber da war verschwindende Ware. Einige Waren scheinen auf mysteriöse Weise zu verschwinden. Vielleicht gibt es einen Dieb in der Siedlung. Jetzt werden mir hier schon die Waren geklaut. Jetzt werden mir hier schon die Waren geklaut. Was habe ich denn hier? Die Ruinen der großen Zivilisation zu stören. Ach so, das ist nur das. Also nichts Weltbewegendes. Badehaus. Oh, schön. Badehaus ist natürlich sehr schön, ne? Das ist natürlich sehr schön. Handelswege. Muss ich den hier nehmen, ne? Ausrüster. Lokale Steuern für jede 100 Jahre. Na, nehmen wir die Insekten. Nehmen wir die Insekten. Da nehmen wir die Insekten. Dann habe ich schon Schier, ne? Nee. Auch nicht. Klicken wir das alles an, das, das, das. Alter, ich habe 900 Holz. Aber keine Leute. Keine. So tue der Alte. Hallo, willkommen. Was habe ich denn da? Distillerie, Bier, Wein. Brauche ich die eigentlich nicht, ne?
Na, nehmen wir die Zielsteine nehmen wir komplett mit. Die nehmen wir komplett mit, weil wir die so oder so brauchen. Trainingsdinger nehmen wir auch noch mit. Bier nehmen wir auch noch mit. Haben wir sonst irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö, ne? Irgendwas müssen wir uns auch hier. Guck mal. So, 63. Ah, sehr schön. Guck mal, dann habe ich die auch fertig. Den nehmen wir auch noch. So. So, jetzt muss ich erstmal. Warte, ich muss erstmal eine Runde zählen. Ich habe 15 Biber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da muss noch ein Biberhäuschen rein. 1, 2, so, habe ich da zwei Biberhäuschen. Echsen habe ich 9, aber ich habe 10. Das passt. Jetzt brauche ich noch Menschen, habe ich 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12, 12, 14, 16, 18. Oh, ich habe zu wenig Menschenhäuser. Ja, viel zu wenig. Ich kann ich da hinschieben, damit ich da noch ein Menschenhaus reinkriege. Kriege ich hier noch irgendwo? Ja, guck mal, da könnte ich noch. So, bitteschön. Jetzt habt ihr alle ein Zuhause. Jetzt habt ihr auch alle ein Zuhause. Dann setze ich dich da rein. So, Holzfäller. Dich setze ich da rein. Wenig Nahrung, ja. Dich setze ich da rein. Kleines Trapperlager hatte ich hier irgendwo, ne? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Kleines Trapperlager, da ist es doch. Da ist es doch, da ist es doch, da ist es doch. Muss ich gucken, dann müsste ich eigentlich auch 6, ne? Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da lang. So. Nieselregen. Ich brauche Sturm- und Sommerwasser und kein Nieselregen. Ich brauche kein Nieselregen. Ich kann mich erstmal da hinsetzen, so. Was mache ich mit dir? Badehaus. Da brauche ich ein großes Trapperlager. Da brauche ich ein. Hier waren irgendwo Wurzeln, habe ich gesehen, ne? Wurzeln, ja, genau.
Ich... So. Größere Karawane, Kekse, metallurgische Tüchtigkeit, Getreidesäcke. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das. Besser Alchemistische Hütche. Presse, Schmelzer, Getreidespeicher. Ja, nehmen wir den Schmelzer. Warum brauchst du den Schmelzer nämlich dahin? So, dann kann man das nämlich da abreißen. Da kann eine Plantage hin. So. Eine Lichtung, eine Licht. Wow. Eine kleine süße Kiste steht da. Ist ja süß. Ist ja süß. Muss ich dich erstmal da reinstellen, damit du da alles fertig kriegst, ne? So. Ich habe keine Leute dafür. Rohre habe ich auch keine. Aber. Lass mich mal eben was gucken. Ich habe auch keinen, der Mehl produzieren kann, ne? Ich habe keinen, der Mehl produzieren kann. Ja, komm, Badehaus raus. Badehaus raus. Ich hätte eventuell den Schmelzer kaufen sollen. Guten Tag, die kaufe ich dir schon mal ab. Bei 105, guck mal. Was brauche ich noch? Die Rohre könnte ich gebrauchen. Für jede Produktion von 10 Bären erhältst du 2. Oh, das ist natürlich genial, ne? Wobei ich habe hier die Kupfer, ne? Das Kupfererz habe ich. Ich habe das Kupfererz. Okay. Dann machen wir das so. Was soll's, das machen wir so. So. Weihrauch. Schmelzer. Habe ich keinen Schmelzer? Doch, ich wollte sagen, ich habe doch einen Schmelzer. Ich kann neue Kupferbarren herstellen. Einzige, was ich nicht habe, ist Mehl. So, Biber. Echsen habe ich 10, das passt. Ich muss hier freimachen, damit ich da noch rüberkomme, ne?
24 Menschen habe ich. 12. 24, ja, das passt noch. Biber habe ich. Ja, das passt auch noch. Kann ich mich jetzt hier. So. Dann setze ich dich darüber, damit du da frei machen kannst. Damit du da frei machen kannst. Du gehst weiter zurück, damit ich da eine Plantage noch hinsetzen kann. Ja, komm, bau ich sie so dahin. Neue Bedrohung, Blitzfinger. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Feindseligkeit des Waldes wird vorübergehend um 400 Punkte erhöht. Ist nur aktiv? Okay. Nur wenn der gar. Ich warte, bis der Sturm vorbei ist. Ich habe 10 Minuten Zeit. Okay. Speicher. Ja, den mach ich kaputt. Den mach mal kaputt. Ich muss ja handeln, deswegen muss ich auch noch machen, ne? Da warten wir, bis das vorbei ist. Hier. Die eine Minute. Da warten wir. Besser ist es. Du dahin. Da habe ich nichts mehr, ne? Ja, komm, stell ich dich mit da rein. Käse hat Goldmark. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. So, aber da passiert mir im Moment nichts. Das ist das Schöne. Da passiert mir nichts. Da ist. Dann machen wir den auf. Den schiebe ich mit darüber, auch wenn der nur einer drin ist. Das kriege ich dich auch auf. Dich kriege ich auch auf. Wobei, wir können auch hingehen. Machen wir das so. Machen wir das so. Ich hatte doch hier auch noch irgendwo, ne? Ich hatte doch 4 Holzfäller. Da ist einer. Wobei, komm, die kann ich rausholen. Ja. 14, okay. Du wirst auch. Da brauchst du 12. So. Ich brauche noch ein Geysir. Ich brauche noch ein Geysir.
diese Regel, ich brauche Sommerwasser, brauche ich, ne? Gelb also. Da kann ich nichts, ne? Ne. Guck mal, die süße kleine Kiste da. Die süße kleine Kiste da. 1, 2, 3, 4. Oh, haben wir jetzt überall kein Werkzeug mehr? Haben wir jetzt überall kein Werkzeug mehr? Das ist natürlich ärgerlich, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Ah, oh, Herr Gast da, sehr schön. Hello, hello, hello. Mehl. Brauche ich Mehl? Eigentlich nicht, ne? Auf die Keramikproduktion, ja, die nehmen wir mit. Das ist gut. Auf die Kräuterproduktion brauche ich nicht. Ich brauche einen Sommergeysir. Ich brauche einen Sommergeysir. Hab ich da. Hast du ein Werkzeug? Hast du? Nee, hast du nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.